Derzeit ist Kan Uzun noch offiziell ein Spieler des FC Nürnberg. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass er den Zweitligisten bald verlassen wird. Die Verzögerung bei der offiziellen Ankündigung seines Wechsels und Abgangs aus dem Verein wirft Fragen auf. Besteht die Möglichkeit, dass sein Wechsel zu Eintracht Frankfurt doch noch scheitern könnte? Die Antwort ist eindeutig: nein. Zuverlässige Quellen in der Nähe von Eintracht Frankfurt bestätigen, dass der Transfer sicher ist. Christopher Michel, Journalist bei Fußball.news, hat diese Informationen bestätigt. Auf die Frage nach der Verzögerung bei Uzuns Wechsel erklärte er: Kan Uzun wird in der nächsten Saison Spieler von Eintracht Frankfurt sein. Die offizielle Ankündigung ist für die ersten Tage im Juli vorgesehen, da dies mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres des FC Nürnberg zusammenfällt. Er konnte keine weiteren Details nennen, bekräftigte aber, dass der 18-Jährige in der nächsten Saison für Frankfurt spielen wird. Andererseits wird der Nationalspieler Pascal Groß wahrscheinlich nicht der nächste Neuzugang bei Eintracht Frankfurt sein. Laut Berichten von Bild und Sky am Sonntagnachmittag steht der 33-jährige Mittelfeldspieler kurz vor einem Wechsel zum Bundesligisten Borussia Dortmund. Derzeit hat Groß noch einen Vertrag mit dem englischen Club Brighton & Hove Albion. Seine Arbeitspapiere sind bis 2025 gültig. Groß sollte eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld von Eintracht Frankfurt sein. Eintracht? Frankfurt-Fans? Teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.